Hey Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Willkommen zu einem neuen Bücherbattle. In diesem Video möchte ich euch wieder vier Bücher vorstellen, die in zwei Duellen gegeneinander antreten, so dass wir herausfinden können, was wirklich in diesen Büchern steckt. Das erste Duell bestreiten Stephen Hawkings Kurze Antworten auf große Fragen und Hans-Magnus Enzensberger Überlebenskünstler. Bei Hawking geht es um die Themen, die wir immer so bei ihm haben, also Astrophysik und das Universum. Diese Sammlung ist ein Jahr nach seinem Tod im März 2018 erschienen und es handelt sich nicht irgendwie um ein letztes Buchprojekt von ihm oder so, sondern um eine Sammlung von Texten, Reden und Essays. Es sind 250 Seiten mit Vorworten und einzelnen Beiträgen und die sind so kurz, dass hier 10 Texte von Hawkins Platz finden. Zum Beispiel beweist Hawkins, oder er versucht es zumindest, dass es keinen Gott im Universum geben kann, mit dem Hinweis darauf, dass die Zeit erst nach der Entstehung des Universums entstanden ist, als Folge des Urknalls und der Ausdehnung des Universums und dass es deswegen so etwas wie einen ersten Beweger überhaupt nicht geben kann. Religiöse Menschen werden das jetzt natürlich nicht überzeugen, aber die Argumentation ist trotzdem sehr interessant, wie ich finde. Dann geht es noch darum, ob wir den Weltraum besiedeln können oder ob wir das überhaupt tun sollten. Hier kommt Hawking zum Schluss, dass wir das unbedingt tun müssen. Es geht um künstliche Intelligenz. Er versucht da ein bisschen die Panik zu nehmen mit dem Verweis auf seine eigenen Krankheiten, dass es für ihn nur durch den technischen Fortschritt überhaupt möglich war, weiter zu forschen, mit anderen zu kommunizieren und dann erklärt er auch noch, warum es wahrscheinlich ist, aber nicht so wahrscheinlich, wie wir denken, dass es irgendwo intelligentes Leben im Weltraum gibt. Er erklärt, wie hoch der Energieaufwand wäre, wenn wir mal eine Zeitreise machen wollten. Und die Kurzfassung ist, der ist so astronomisch hoch, dass wir es knicken können. So, bei Enzensberger geht es um 99 Autorinnen und Autoren. Der Großteil hier sind Männer, die er in literarischen Vignetten porträtiert. Viele kennt Enzensberger persönlich und es gibt dann sehr interessante Geschichten und interessante Bezüge zu diesen Leuten in dem Buch. Fast alle haben irgendwie den Zweiten Weltkrieg überstanden, mal im Exil, mal im Gefängnis, mal im Konzentrationslager oder auch auf Seite der Faschisten. Da sind auch Autoren darunter, zum Beispiel aus Südamerika, die ich noch nicht kannte. Und was diese Sammlung ausmacht, ist, es ist immer sehr persönlich. Enzensberger bietet hier seine Meinung, und zwar nicht irgendwie lexikalisch, sondern so ganz plastisch. Wenn ich diese beiden Bücher miteinander vergleiche, dann merkt man, wie gut es ist, wenn ein Buch aus einem Guss ist. Das ist hier bei Enzensberger ein schönes, ganz klar umrissenes Projekt, in einer sehr ansprechenden Form, in Form nämlich ein Leineneinband, das die Büchergilde-Version. Was mir bei Hawkings überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass die Beiträge zum Teil redundant sind und dass man merkt, dass das Ganze irgendwie so zusammengestoppelt ist. Es fehlt so ein bisschen der Kontext bei den einzelnen Texten, um sich darauf wirklich einlassen zu können. Dadurch wirkt es einfach unpersönlich und emotional kommt sehr wenig rüber dann. Enzensberger hingegen, da ist es gerade die Stärke des Textes, dass er bewertet, dass er persönliche Urteile einfließen lässt und Anekdoten einstreut, sowohl bei den Autorinnen und Autoren, die er mag, als auch bei denen, die er nicht leiden kann, weil auch daraus macht er dann keinen Hehl. Er lässt auch manchmal so seine Recherche in Biografien und in Bibliografien einfließen, gibt Lesetipps und das einzige Manko hier ist wirklich, dass die Zahl der Autorinnen deutlich zu gering ausfällt. Kurzum, beide Bücher habe ich sehr schnell gelesen, auch mit wahnsinnig großem Interesse. Wenn ich nur eins behalten dürfte, dann wird es auf jeden Fall Enzensberger. Das zweite Duell ist ein ganz ungewöhnliches. Hier treten einmal georgische Märchen im Inseltaschenbuch gegen Patrick McGinleys Spockmail an. So rum. Genau. Beide Bücher konnte ich nicht so schnell bewältigen, auch wenn Spockmail nur 332 Seiten hat und die georgischen Märchen noch weniger. Spockmail ist ein Kriminalroman. Wir erleben zum Anfang des Romans den Mord mit. Wir kennen den Täter, nämlich den Pappbesitzer Rorty. Und die hochspannende Frage ist, ob Rorty mit seinem Mord am Ende ungeschoren davonkommt, zumal er ziemlich bald auch schon die ersten Erpresserschreiben erhält. Die georgischen Märchen werden sortiert nach verschiedenen Märchentypen, also Tiermärchen, Freundschaftsmärchen, Rätselmärchen, moralisierende Märchen, Königsmärchen zum Beispiel. Es sind einige Märchen darunter, in
wo es die einfach nur Variationen sind von Texten, die schon vorher drin sind, oder Märchen, die ineinander verschachtelt sind. Es geht sehr oft um Riesen, um Zauberei. Und ich glaube, dass die Märchen der Brüder Grimm besonders brutal sind. Er sollte hier am besten gar nicht den Buchdeckel öffnen. Denn hier wird bestraft, verstümmelt, verbrannt, verwandelt, was das Zeug hält. Beide Bücher fand ich unglaublich bereichernd und bei beiden hatte ich auch so ein paar Verständnisprobleme. Zum Teil bei Bobmail durch das irische Lokalkolorit in die Sprache, die aber auch zur Atmosphäre beiträgt. Trotzdem habe ich hier dann so ein bisschen einen toten Punkt irgendwann erreicht, den ich dann aber überwinden konnte. Es konnte mich aber nicht über alle Seiten komplett hinweg fesseln, dieses Buch. Richtig fasziniert und verzaubert haben mich aber die georgischen Märchen, trotz der erwähnten Doppelungen. Hier verstärkt natürlich diese rigide Gliederung diesen Effekt. Also wenn du mehrere Tiermärchen hintereinander hast, dann verlierst du natürlich schon so ein bisschen an Spannung. Ja, trotzdem ist es ein tolles Buch, eine ganz andere Art von Lektüre. Ich liebe Märchen sowieso, in meinem Studium war das einer meiner Schwerpunkte. Also, einmal ein ganz schräger Kriminalroman, psychologisch fein austariert. Einige Figuren befinden sich in so einer Abwärtsspirale, einige in einer Aufwärtsspirale. Das gegen diese Märchensammlung. Wenn ich nur eins dieser Bücher mit auf eine einsame Insel nehmen würde, dann wären es die georgischen Märchen. Das war der zweite Bücherbattle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hättet ihr euch genauso entschieden, dann schreibt mir es hier in die Kommentare. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Viele Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao.